Und die sind 3 Jahre später, standen die wieder vorm Altar. Und die sind heute immer noch zusammen. Die sind sauglücklich. Die haben auf ihr Herz gehört. Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Immer wieder neu bekommen wir Nachrichten, Fragen, wie kann ich meine Beziehung retten? Geht das überhaupt? Oder nee, das geht doch gar nicht, dass man seine Beziehung retten kann. Was vorbei ist, ist einmal vorbei. Und deswegen heute hier eine Sondersendung für dich. Wie rettest du deine Beziehung? Und was ist total wichtig? Welche Aspekte musst du beachten? Heute gibt es 3 wichtige Aspekte für dich. Und der erste wichtige Aspekt ist, dass du aufhörst, bitte sofort aufzuhören, den Mist zu glauben, den dir Menschen erzählen, die das, was du erreichen möchtest, noch nie erreicht haben und es noch nicht mal probiert haben. Also ich möchte von dir, dass du dem ganz genau prüfst, die Menschen, die dir sagen, du, so eine deine Beziehung ist nicht mehr zu retten, trenn dich lieber, zieh das durch mit der Trennung, ja, schmeiß den Typen, schmeiß die Alte raus, ja, dass du ganz genau schaust, was sind das für Menschen, natürlich sind das deine Freunde, nur haben die Erfahrung in dem, was du erreichen möchtest. Weißt du, du gehst doch nicht los und fragst einen Hartz-IV-Empfänger, wie man Millionär wird. Ich hoffe und ich bitte drum, dass du jemanden fragst, der Millionär ist, wie macht man das? Und genauso ist das mit deiner Beziehung. Bitte, bitte frage Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen möchtest. Wenn du sagst, du möchtest deine Beziehung reaktivieren, du möchtest wieder Leben in deine Beziehung bringen, dann frage bitte Menschen, die wissen, wie sowas geht, die es selber schon erlebt haben. Wenn du deine Beziehung, wenn du deinen Ex zurückhaben möchtest, dann frage bitte Menschen, die das erreicht haben und nicht Menschen, die vielleicht selber in unglücklichen Beziehungen stecken und keinen eigenen Ausweg haben. Also höre auf Menschen zu hören, die von dem, was du erreicht willst, keine Ahnung haben. Der zweite wichtige Aspekt, ja, und das ist das, was denkst du denn selber darüber? Glaubst du denn selber, ist es möglich, dass du deine Beziehung retten kannst? Glaubst du selber, dass es möglich ist, den Ex zurückzugewinnen? Weil wenn du selber nicht dran glaubst, wie soll denn dann der richtige Weg kommen? Wie willst du erreichen, was du erreichen möchtest, wenn du selber nicht dran glaubst? Und selbst der kleinste Zweifel reicht manchmal schon aus, um dich aus der Bahn zu werfen. Deswegen achte auf deine Gedanken, achte auf das, was du dir selber sagst. Denn das, was du dir selber sagst, erzeugt Gefühle in dir, Emotionen. Und deine Emotionen, die sorgen dafür, wie es dir geht, wie du dich verhältst. Aber wenn du glaubst, dass du das erreichen kannst, was du erreichen möchtest und du sicher bist, dann wirst du das erreichen. Weißt du, was total faszinierend ist? Unser Gehirn ist so konzipiert, alles das, was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch erreichen, das kannst du umsetzen, das kannst du schaffen. Na klar gibt es mal ein Hindernis, natürlich gibt es irgendwo mal eine Schwachstelle. Aber wenn du da dran bleibst und weißt, dass du die Lösung finden wirst, dann kannst du und wirst du diese Lösung finden. Und der dritte wichtige Aspekt, das ist natürlich, dass du dir deine Vision, dein Ziel immer wieder neu vor Augen legst. Dass das so attraktiv für dich ist, dass du das Warum für dich weißt. Warum möchtest du deine Beziehung retten? Warum möchtest du deinen Ex-Partner zurückhaben? Und wie ist es, wie willst du es erleben? Wie soll es sein, wenn das wieder alles so ist, wie du es dir gerne hättest? Wie möchtest du Partnerschaft erleben? Wie möchtest du mit deinem Ex-Partner in Zukunft wieder zusammen sein? Wie soll sich das anfühlen? Und wenn du dir das immer wieder visualisierst, wie du dir vorstellst, dann hast du den dritten wichtigen Punkt. Denn das ist ja dein Ziel. Und wenn dein Ziel klar ist und wenn deine eigenen Überzeugungen dir sagen, dass du das erreichen kannst und davon fest überzeugt bist, dass du es auch erreichen kannst und du aufhörst, auf Menschen zu hören, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die von deinem Thema keine Ahnung haben, die einfach nur dumm schwätzen, weil sie es nicht besser wissen und sich dem Schicksal hingeben mit dem Wissen, ja, es geht ja sowieso nicht. Höre auf Menschen, dann wirst du dein Ziel erreichen und dann kannst du deine Partnerschaft reaktivieren, du kannst deinen Ex-Partner zurückgewinnen, du kannst mit deinem Ex-Partner dauerhaft glücklich werden. Und weißt du, woher ich das weiß? Ich habe das schon als Kind erfahren. Meine Tante und mein Onkel, die haben sich damals scheiden lassen. Die haben sich scheiden lassen und die sind 3 Jahre später, standen die wieder vorm Altar und die sind heute immer noch zusammen, die sind sauglücklich, weil die haben festgestellt, dass es nicht so gut lief. Ja, haben sie festgestellt. Die haben nicht auf meine Eltern gehört, die gesagt haben, komm hier, ja, vergiss es. Nein, die haben auf ihr Herz gehört, die haben ihrer Vision neue Energie gegeben und haben es umgesetzt.
und die sind heute richtig glücklich. Und wenn die das können, kannst du das auch. Und wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Und ich helfe dir dabei. Ich helfe dir dabei, das umzusetzen. Also melde dich einfach, klick bei uns in den Shownotes und du bist einen großen Schritt weiter. Vereinbare deinen Termin und wir sprechen darüber, wie wird das für dich aussehen, damit du deine Ziele erreichst in deiner Partnerschaft. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.